Ich will noch nur da runter. Warum können wir hier nicht lang gehen? Du bist tot. Ach. Wisst ihr was? Wir machen das anders. Ich habe eine Idee. Wir gehen durch die Türe. Das war das letzte Mal, dass ich wegen einer Ratte springe. Jon? Da scheint nichts mehr zu sein. Jon? Ich mache einfach mal die Tür auf. Sehr gut. Hier sind aber keine Schlüssel. Das heißt, wir müssen erstmal nach unten irgendwie. Wir müssen nach unten. Wie kommen wir denn nach unten? Warte mal, jetzt mache ich mal kurz wieder einen Quick Save, so. Und dann wenigstens aus der blöden Situation raus. Ziemlich viel Krach macht das, aber egal. So, wir sind wieder an unseren Kistenhaufen Anfang. Oder? Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall darüber. Hopp. Dann hier runter. Und hier runter. Und hier runter. Und wir haben einen Wasserpfeil. Und ein bisschen Geld. Sowas könnte man leicht übersehen. Was haben wir denn da? Das ist ein Amarit. 0590. Der hängt auch fest. Warum buggt denn hier alles? Seit ich den Patch habe, habe ich leichte Bugs. So, jetzt müssen wir erstmal kurz gucken. Wo ist denn Bruder Capezza? Wir sind jetzt hier hinten. Capezza. Da ganz außen. Hä? Da, wo wir sind? Da soll Capezza sein? Das heißt, er müsste da hinten an der Ecke sein. Okay, da hat er uns kurz gesehen, die Wache. Der läuft in meine Richtung. Warum läuft er in meine Richtung? Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Geht doch. Ich sehe schon Gespenster. War doch was. Ich glaube, die sind viel. Ich glaube, der Patch hat alles etwas schwerer gemacht. Hey, hast du das gesehen? Komm, dreh dich mal in die andere Richtung, bitte. Nicht in die Richtung, in die andere Richtung. Wir waren vorhin da drin übrigens. Da sind wir oben übers Dach geflohen. Oder wollten fliehen übers Dach. Komm, da rüber gucken. Das ist nämlich der Vordereingang hier vom Lager. So. Da ist Bruder Capezza. Das ist sein Gebäude. Und wir müssen ja die Türen jetzt zumachen, weil... Hier sieht's aus wie bei einem Erfinder. Wäre doch gelacht, wenn ich nicht eingebrauchbare Dinge finde. Die werden wir auch finden. Aber erstmal müssen wir hier die Türen aufmachen. So. So kommen wir nämlich immer wieder rein und raus. Ui, eine Kamera, ein Kameraauge. Das können wir übrigens mit unserem Kameraauge kombinieren. Zack. Dann können wir nämlich jetzt hier um die Ecke spähen. Und wir sehen uns selbst. Hey, Garrett, wie geht's dir? So. Sehr praktisch, sehr praktisch. Das werden wir, denke ich, mal gebrauchen. Und hier haben sie auf jeden Fall sehr interessante Mechaniken gebaut. Wir sollten uns diese Maschinen merken. Denn diese werden uns, denke ich mal, das ein oder andere in unseren langen Abenteuern noch wieder begegnen. So, jetzt gucke ich mich mal hier um. Aber mehr war, glaube ich, nicht hier. Also das ist Bruder Capezza und der will die Linsen haben. Aber er scheint die Linsen noch nicht bekommen zu haben. Sie sind nämlich nicht hier. Naja doch, ich hatte ein paar Quarzsteine oder sowas gerade gesammelt. Ob das die Linsen waren, weiß ich nicht. Sind aber ziemlich klein gewesen, finde ich. So, was haben wir hier? Ein Behältnis mit einem Wasserpfeil. Gut, das war Capezza. Okay, Moment. Capezza haben wir dann durch. Das heißt, ich... Achso, der ist schon blau angezeichnet. Okay. Ich mache trotzdem ein X, weil wir ihn haben. Der nächste wäre Lady Angelicas experimentelle Auto... Was? Apotheke. So ein bisschen blöd geschrieben, so krakelig. 0624. 0624, gucken wir mal. Ich dachte, ich hätte was gesehen. Da ist es, 0624. Ich sehe nichts mehr. Achso, wir können die Türen ja jetzt aufschließen. Das heißt, wir können uns jetzt an die Lager bedienen. So, 0624. Ah.
Und die Türen wieder schließen. Dass das so einen Krach macht. So. Also es soll jetzt hier Heilkunst sein. Ja, Briel, 50. Das ist mein letztes Wort. Bei den Zähnen meiner Vorfahren, ich werde selbst in den Wald fahren und Grünzeug pflücken. Zum Teufel mit euch, Halsabschneidern. Diese Preise sind Wucher. Lord Signoli. Naja, immer diese Händler. Na gut, die haben ja Heiltränke gemacht. Das ist gut. Aber hier wird doch nur mehr sein als nur Heilzeug. Okay, hier war nicht wirklich nicht mehr als Heilzeug. Oh, steckt fest. Okay, vorsichtig wieder runter. Sehr gut. Sehr gut, Garrett. Gerettet. Oh, ein Unsichtbarkeitstrank. Okay, mehr ist nicht hier. So, und ein Fahrstuhl. Jene Fahrstühle, von denen wir gehört haben. Und hier haben wir auch weitere Türen, die wir jetzt öffnen können. Das ist jetzt der obere Abschnitt, wo wir langgelaufen sind. Boah. Was war das für ein Geräusch? Ja, es... Zum Öffnen der Türhebel ziehen nur bei Notfällen. Ein Notausgang. Okay. Warte mal, ob da oben sich was befindet? Weil hier könnte man Seilpfeile dranbringen. Wir haben nur kein... Doch, wir haben... Nee, wir haben Lärmpfeil. Wir haben aber keinen Seilpfeil. Schade. Also kommen wir da oben nicht ran. Okay. Gut. Fuck. Es ist schlimm, wenn hier überall Wachen sind. Zu viel Kaffee heute Morgen. Das reizt die Nerven. Alles ruhig. So, wir brauchen jetzt... Das war jetzt... Lady Angelica. Da haben wir alles erforscht. Lord Porters Kunstsammlung wäre das nächste. Aber hier ist auch noch ein kleines Büro. Warum haben wir denn da gar keine Nachricht dazu? Das ist jetzt die obere Etage, wa? Wo wir da alles noch nicht haben. Mr. Mechanist Metall. Aber. Da gehen wir gleich hin und wir machen erstmal Lord Porter. 6957. 6957. Alles in Zahlen unterteilt. Das ist ja wie auf Arbeit. Okay, 69... Ist es eine 5 oder ist es eine 3? Ich kann es kaum erkennen. 6, 9, 5, 7. Hört auf herumzualbern! Zeigt euch! Tretet hervor und kämpft! Er hatte mich ganz kurz da drinnen gesehen, aber das wird ihm nichts bringen. So, was haben wir denn hier? Hier ist nämlich noch ein Mini-Büro. Bramrich. 7732. Wieso ist da nicht aufgeschrieben? Warte mal, machen wir mal so. 7732. So. Ah, Lord Porter waren wir nicht richtig. 6937. Oh, sinnlos. Aber wir können auch gleich hier 7732 machen. Dann kommen wir mal kurz da rein. Seltsames Geräusch. Wer ist da? Hallo? Da scheint nichts mehr zu sein. Ich hab keine Zeit für euch, ihr Idioten. 7732. Was? Die haben mich gesehen? Ich glaube, durch den Patch ist es echt schwerer geworden. Wer ist das? Du hast es so gewollt. Was? Du kannst mich nicht sehen. Ich bin Darkness. Ich bin in Darkness. Ich finde dich. Warum ist die Scheiß... Kommt heraus, wenn ihr euch traut. Alter. Ich hab vorhin jemanden gesehen. Irgendwie ist es der Schwierigkeitsgrad ja enorm. Einerseits finde ich das gut, andererseits finde ich das echt krank. Es war ja ein Trauzeuge gar nichts. Die kriegen ja echt zu viel mit. Aber da merkt man denn den Schwierigkeitsgradanstieg
von Steve the Dark Project zum The Metal Age. Okay, die sind schön abgelenkt. Wir gehen einfach mal hier rein. Oh. Wir machen mal schnell die Tür zu. Denn die können hier nicht hinein. Die haben keinen Schlüssel. So. Situation von Gilver Import-Export. Unsere Lieferung an Gouverneur Horridge liegt bei Gilver bereit und wird morgen Nachmittag verladen. Der Verlust der Lieferung des letzten Monats in Stürmischer See hat den Unternehmern in eine schwere finanzielle Krise gestürzt. Gilver konnte die entstandenen Mehrkosten für die neue Lieferung nur mit einem Kredit der First City Bank und Trust finanzieren. Oder Trust, glaube ich, heißt es, glaube ich, Trust. Wenn unsere Einnahmen im nächsten Monat nicht steigen, fehlt uns das nötige Geld, um im Geschäft zu bleiben. Glücklicherweise erhielten wir heute Morgen einen unerwarteten Auftrag, der uns die weitere Tilgung des Kredites ermöglichen könnte. Ich darf nicht vergessen, dass ich die neuen Frachtaufkleber, die ich eben ausgedruckt habe, morgen Vormittag zu Gilver bringe. Und wir wollen ja mit dem Frachtaufkleber die wichtige Fracht zu unseren Hehler weiterleiten. Das ist übelst unfair. Sind sie noch da? Ah, die schleichen noch umher. Wir hören mal kurz rein. Die könnte aber, wie gesagt, hier nicht hineinkommen. Ah, ich will noch nur in die Kunstgalerie. Gibt es hier sonst nichts außer den Frachtbrief? Frachtaufkleber? Sonst gibt es hier nichts, wie es aussieht. Die Last. Was machen die da draußen? Ich traue mich jetzt nicht mehr rauszugehen. Ich mache mal einen anderen Safe. Ich mache mal kassieren. Wow, 27 Minuten nehme ich schon auf. Na, dabei sind wir schon so weit. Ich mache mal die Tür auf. Hier, das wird ganz schön wehtun. Oh, ah. Okay, wir machen es anders. Ich brauche diesen Bereich ja sowieso nicht. Das heißt, wir machen nicht die Tür auf, sondern machen das Tor auf und rennen dann wieder raus. Okay, der hat mich nicht gesehen. So, und jetzt können wir ja den richtigen Code eingeben. Der richtige Code, jetzt haben wir ja, wie gesagt, auch diesen Bereich clean. Haben wir noch nicht aufgemacht, war 6937. Das ist doch keine 5. 6937. Ich habe irgendwas im Auge wahrscheinlich. Da scheint nichts mehr zu sein. Jetzt hat es auch wieder bling. Die lassen nicht von mir ab. Die penetrant. Oder sind sie jetzt weg? Also da ist der... Achso, da sind sie, die Wachen. Die sollen sich wieder auf ihren Posten verziehen und dann machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Ich lasse mich doch nicht von ein paar Handlangern da den Spaß verderben. Jetzt sind die aber auf der Hut. Wow. Hat der sie gesehen? Was ist mit dem los? Ich glaube, der ist immer noch auf der Hut. Ich glaube, der ist immer noch auf der Hut. Ich glaube, der tut nur so, als würde der wieder zurückgehen. Hier gibt es übrigens, glaube ich, auch noch irgendwas zu kriegen. Und da hinten ist das Lager, es ist offen. Wir gehen einfach mal hier lang. Gucken uns mal hier hinten um. Genau, da hinten. Viel zu viel Krach, viel zu viel Krach. Okay. So, dann bloß rein da. So, wo ist der Schalter? Hier ist der Schalter.
Das ist die Kunstgalerie. Der hat hier kleine wertvolle Statuen. Wobei ich Statuen nicht jetzt so unbedingt wertvoll finde, aber ich glaube, damals waren sie schon sehr wertvoll. Na gut, wenn die wirklich alles per Hand gefertigt ist, man weiß ja nie, wie der Wert so ist. Bling, bling. Gibt's hier sonst noch was? Hier nicht. Ein Engel. Und natürlich Gemälde. Ah, was haben wir denn da? Möge dein Pfeil mein Kristallauge treffen. Den kommen wir natürlich nach. Und wir haben einen Geheimgang entdeckt. Also ein Secret. Wieder mal. Und das ist, müsste der kaputte Fahrstuhl sein. Wenn mich nicht alles täuscht, könnte ich diesen Schalter mit einem Pfeil aktivieren. Oh, das kriegen wir hin, denke ich mal. Ich bin Legolas. Pass mal auf. Oh, ich habe den oberen Schalter getroffen, glaube ich. So. So, gucken wir uns jetzt noch oben um. Das Ding ist wirklich kaputt. Gucken wir uns noch jetzt hier oben um. Hier können wir übrigens auch die ganzen Türen öffnen, falls wir mal einen schnellen Durchgang brauchen. Da sind uns die Türen nämlich nicht mehr verschlossen, aber für die Gegner leider auch nicht. Weil das ist ja normalerweise kein Zugang für... Hier dürfen die Wachen normalerweise nicht rumschwirren. So, was haben wir denn hier Feines? Tja. Toll. Hier ist doch gar nichts. Warte mal, hier ist was. Ah. Warum hat er hier ein Bett im Lager? Und eine Nachricht. Heutige Termine, Jared Brunel, fällig, 150. Gucken wir mal, ob da ein paar... Norman Truart. Beitragsfrei, wie üblich. Wieso ist der beitragsfrei? Truart oder Truart? Ich weiß jetzt nicht, ich bin mir nicht sicher. Sheriff Truart war doch mit T geschrieben und hier steht Norman Truart. Hat das mit dem... Was? Können wir uns den Kerl ab, so viel können, er ist verrückt. Sean DeJays, wenn die Preise sinken, Marcolizzi, Lord Porter. Seine Kunstgalerie, ja. Hm. Bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, ob das jetzt Truart oder Truart ist. Aber hier werkelt er wahrscheinlich an seinen Statuen hier oben. So, dann gehen wir nochmal runter. Und müssen nochmal zum Automaten. Das macht alles viel zu viel Krach. Viel zu viel Krach. So. Oh, achso, wir schließen das Ding natürlich auf. Dann haben wir da den Abschnitt auch geschafft. So, natürlich wäre der einfachste Weg jetzt hier links zum Automaten zu gehen. Jetzt müssen wir nur vorsichtig sein, dass uns keiner mitbekommt. Okay, also, den haben wir jetzt auch fertig, den Lord Porter. Die Kunstgalerie. Zack. So, Lucky Salentura, der soll ja eine Spielhalle betreiben. Warte mal, Noah Germ, der wäre ja hier gleich hier vorne. 0928. Scheint alles ruhig zu sein. Oh, scheiße. 0928. Und da ist die Tür einfach offen. Noah Germ, was war mit dem eigentlich? Das weiß ich gerade selbst nicht mehr. Ach, das, warte mal. Germ stellt diese magischen Linsen her. Hier finde ich sicher jede Menge wertvolles Zeug. Und einige Linsen. Und einige Linsen. Stimmt, das war, der sollte die Linsen herstellen. Stimmt, für die Mechanisten. Beziehungsweise für Capella soll er das herstellen. Und wir haben hier noch mehr solche Linsen. Oder sagen wir mal die Rohstoffe. Hat er nicht gesagt, er soll eine Kamera in seinem Büro haben? Nee, hat er nicht. Und eine Brille. Und eine Nachricht. Lieferung 10 Pfund seltener Donizio-Kristallen. 6 Schleifsteine, 10 Säcke feinen Sand, Poliertücher, Klammern, Öle, Seife.
alles, was man braucht, um Linsen herzustellen. Mehr nicht. Mehr ist hier nicht. Kein Geheimschalter, kein Knopf. Ich konnte mich aber erinnern, dass hier mal ein Geheimgang war. Oder war das in einem anderen Raum? So, jetzt bloß leise. Leise. Oh, wir haben gar nicht so viel Wert momentan, also viel Geld. Hätte gedacht, dass wir schon ein bisschen mehr haben. So. Und wieder eine Wache. Natürlich wäre es leichter, wenn wir die Wachen ausschalten würden. Alter, wo bleibt denn da der Spaß? Da oben ist auch noch eine Wache, die könnt ihr uns auch noch sehen. So, und jetzt werden wir uns um Lucky Selentura kümmern. Der hat die Nummer, warte, das gucken wir schnell noch durch. Jetzt haben wir ja Noah Jam auch durch. Lucky Selentura 0266. Ja, sind sie das? Der müsste uns ganz kurz gesehen haben. Wundern die sich eigentlich nicht, die Wachen, dass wir hier die Tore kurz aufgehen und wieder zugehen? Ja, das sieht aus wirklich wie aus wie eine Spielhölle. Hier haben sie gespielt. Ah, der hatte... Ich will mal kurz gucken, ob wir doppelt sind, die Karten manchmal. Man muss ja ein bisschen auf Details achten, ne? Man weiß ja nie. Nee, ist nichts doppelt. Also keine gezinkten Karten. Aber irgendwo muss doch noch mehr sein als nur ein paar bisschen Bargeld. Ein Safe. Okay, den knacken wir. Der sieht auch schick aus übrigens. Das Design vom Safe. Wir können ihn nicht aufmachen. Aber ich will den aufmachen. Ach, da ist er doch. Du kleiner Racker. Gut. Damit können wir, denke ich, mal den Safe öffnen. Gucken, was der so hat an allen Einnahmen. Oh, goldene Würfel. Die waren es wert. Okay, hier ist ansonsten nichts. Gut, wir können wieder hier abhauen. Haben wir den nächsten Bereich clean. Jetzt müssen wir nur wieder versuchen, wieder durchzukommen, ohne erwischt zu werden. Jorun? Bist du's? Nein, ich bin Geralt, nicht Jorun. Scheint alles ruhig zu sein. Findest du, ich auch. Okay, damit haben wir die Spielhölle. Das war hier. X. So. Hier ist noch die andere Seite. Das heißt, wir müssen. Der nächste war Gilvar. Gilvar ist wichtig, da ist die große Kiste drin, die wir brauchen. Die Sache ist aber noch eins. Wir brauchen immer noch die ganzen Gewürze. Die müssen auch noch irgendwo bei Davidson sein. Wo ist Davidson? Wahrscheinlich hier in Halle B. In Gebäude B müssen wir noch reingucken. Hier stimmt irgendwas nicht. Das sieht aus wirklich wie ein Fehler, ein Grafikfehler. Muss wohl, wie gesagt, mit dem Patch passiert sein. Aber naja. Wir haben ja den Code für... Achso, wir müssen noch den Code eingeben, bevor wir darüber gehen. Der Code für Gilvar ist 7933. 7933. Okay, kurz wurden wir gesehen, das ist egal, dann sind sie gerade darüber abgelenkt. Es wäre so einfach, die niederzuschlagen. Oh, ist das ein Kanu da hinten? Oh. Eieiei, wer weiß, was da drin ist. Aber wenn das wertvoll ist, ich denke mal, da schicken wir uns unseren Hehler, da kriegen wir noch ein bisschen Money. Moment, wo ist unser Aufkleber? Hier. Auftrag erledigt. So, dann gehen wir nochmal bei Gilvans Büro, aber erstmal gucke ich mich hier hinten um. Ob hier nicht noch was versteckt ist, weil Thief ist ja das Spiel mit den fiesesten Geldverstecken.
Ach, hier ist es. Hier ist ein Versteck. Und wir haben noch einen Auftrag erledigt. Was haben wir denn jetzt erledigt? Erbeuten Sie 850. Jetzt brauchen wir nur noch die Gewürze und dann hätten wir es schon geschafft. Aber ich möchte natürlich alles versuchen, möglichst zu kriegen. Tagebucheintrag 7002. Ich weiß nicht, was im Moment los ist. Jeder Versuch, meinen Gewinn zu erhöhen, führt zu neuen Verlusten. Auf den Papieren sahen alle Geschäftsideen, die ich mit Bramrich ausgearbeitet habe, perfekt aus. Doch in der Praxis erwiesen sie sich als wahre Katastrophen. Im letzten Monat sollte uns eine größere Lieferung an Gouverneur Houdridge reich machen. Doch unser Schiff erreichte nie sein Ziel. Das waren sicher Piraten. Ich musste zur Deckung der inneren Verluste, immensen Verluste, sogar einen Kredit aufnehmen. Ich hasse es, Schulden zu haben. Eigentlich hätte ich die neue Lieferung an den Gouverneur schon vor 2 Tagen fertig sein sollen, aber meine Arbeiter scheinen immer dann krank und schwach zu sein, wenn ich sie wirklich brauche. Würden sie sofort feuern, wenn ich jemanden fände, der für den Lohn, den ich bezahlen kann, arbeitet? Immerhin ist die Lieferung für den Gouverneur fertig. Ich habe meine Sekretärin eben zu Bramrich geschickt, damit sie aus seinem Büro die neuen Versandaufkleber für die Frachtkiste besorgt. Ich genehmige mir jetzt ein Gläschen in Cripple Barrick, bevor ich mich um den Papierkram kümmere. Scheint eine Kneipe zu sein. Klingt lustig. Nach Barrick benannt. Haben wir alles hier? Ja, ich denke mal, wir haben alles. Ja, der arme Mann, der wird ja den Gouverneur immer noch seine Ware nicht geben können, weil sie ja bei uns landet. Wow. Ist mal kurz abgedriftet. Wir suchen jetzt einen Automaten in der Nähe. Warte mal, dann können wir den hier auch jetzt xen. Den haben wir jetzt auch durch. Und der nächste wäre TM Blackheart. Dann kommen die Steaks und dann kommt die Waffenschmiede. Ich weiß nicht, ob da wirklich viel Geld drin ist, aber ich würde mal bei Blackheart auf jeden Fall mal gucken. Dann haben wir Abteilung A komplett fertig und B ist nicht so groß. Also keine Sorge, Leute, wir haben es bald durch. Wir haben es bald geschafft. Aber ihr wollt doch bestimmt auch alles sehen, oder? Ihr wollt doch bestimmt auch alles sehen. Theoretisch brauchen wir eh noch die Gewürze. Also wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Fuck, war das laut. Alles ruhig. Waren voll Ratten. Ja, Ratten machen auch so ein Riesengeräusch. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. So. Ah, hier müssen wir auch noch wieder aufschließen. Oh, oh, hat er mich gesehen? Ich will trotzdem weitermachen. 5188. Werke sollen sehr wertvoll sein. Ein Musiker? Anweisung der Mechanisten. Wollte diese Art von Tür öffnen, benötigt den passenden Hebel. Legt den passenden Hebel in den Schließmechanismus ein. Sobald der Hebel eingelegt ist, wird der Mechanismus aktiviert und die Tür entriegelt. All denjenigen, welche die verschiedenen Hebel nicht unterscheiden können, sei gesagt, dass nichts geschieht, wenn der falsche Hebel in den Mechanismus eingeführt wird. Bei Problemen und Fragen wendet euch vertrauensvoll an mich, Bruder Capezza. Der hat ja schon viel erfunden. Ach, hier brauchen wir so einen Hebel, um das Schloss zu öffnen. Interessant. Was haben wir denn hier oben? Nichts. Stimmt, auf normal war da oben eine Truhe. Und wir können die Tür, glaube ich, jetzt nicht öffnen. Egal, was wir versuchen. Ah, wo ist aber... Ich will aber den passenden Hebel haben. Jetzt sind wir schon hier reingekommen. Okay, deswegen mache ich hier kein X. Da müssen wir später wieder herkommen. Jetzt finden wir in Halle B was. So, was haben wir hier? 6013. 6013. Gehen wir mal da rein. Okay, jetzt sind wir bei Steak, dem Steakmann. Meinel brät die besten Steaks der Stadt. Allerdings würde er sein Rezept nicht um alles Gold der Welt verraten. Oh oh, Spinnen.
Aspergite vos kinere.